Fast bei jedem Fünften geht es sich finanziell am Ende des Monats nicht mehr aus. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Arbeiterkammer Vorarlberg zur Inflationskrise. 500 Menschen haben mitgemacht. Die Arbeiterkammer fordert, dass die Bundesregierung endlich Lösungen liefert. Es bleibt immer mehr Geld im Laden für immer weniger Lebensmittel in der Einkaufstasche. Hier in Rankweil gibt es viele, die über ihre Situation sprechen wollen, wenn die Kamera aus ist. Ja, das Geld wird knapp, sagen sie. Vor allem für Familien. Aber auch die Jugend tut sich schwer. Das geht schon noch, weil ich noch daheim wohne. Aber ich glaube, würde ich mal ausziehen, wäre es schon schwer. Mit allem, mit Wohnung und alles zahlen. Also, es ist schon schwer. Also, ich ziehe jetzt gerade aus, aber mit der Freundin zusammen zum Glück. Weil allein ist mittlerweile schon stressig. Wenn du keine Gemeindewohnung kriegst, ist schon ziemlich am Existenzminimum so. So mancher hat aber auch den Eindruck, dass auf hohem Niveau gejammert wird. Jeder muss sich überlegen, wie er mit dem haushaltet, was er hat. Man muss sich überlegen, was brauchen wir wirklich. Ich finde, dass das allzu ein bisschen überzogen ist momentan. Aber was ist mit den Menschen, die sich jetzt verschulden, weil Miete, Lebensmittel und Energiekosten den Lohn auffressen? Arbeiterkammerpräsident Bernhard Heinzle sagt, es sind jetzt doppelt so viele wie vor einem Jahr. 18% sagen, das geht sich überhaupt nicht mehr aus. Und ein Drittel sagt, es wird knapp. Das sind doch 50%, die immer mehr in Schwierigkeiten kommen im Alltag. Aber das ist jetzt eine Online-Umfrage. Das Ganze ist ja überhaupt nicht repräsentativ. Warum argumentieren Sie trotzdem, dass Menschen weniger Geld haben? Es ist eine Online-Umfrage, da hat ein Teil der Bevölkerung teilgenommen. Die Statistik Austria macht auch Umfragen, stellt genau das Gleiche fest. Dann stellen wir das fest bei den Beratungen, die täglich extrem zunehmen. Die Schuldenberatung Vorarlberg hat das auch bestätigt. Sie haben ein ganz neues Klientel. Leute, die vor 3, 4 Jahren nie in die Schuldenberatung gekommen wären. Und alle, die viel unterwegs sind, so wie ich, auf vielen Veranstaltungen, nehmen das täglich fest, wenn mich Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ansprechen und sagen, es wird schwierig, bitte macht was. Jetzt hat der Finanzminister gehandelt. Er hat gesagt, dass man keine Verzugszinsen mehr verlangt, auf variable Kredite und auch keine Mahnspesen mehr, wenn man nicht rechtzeitig zahlen kann. Es sollen sogar Stundungen möglich sein in Einzelfällen. Ist das nicht ein erster Schritt, damit die Bevölkerung da entlastet wird? Ich habe gedacht, das ist ein Scherz, es ist kein Scherz. Das ist jedoch viel zu wenig. Jemand zu helfen, das nennt man Feuerwehrlöscherpolitik, jemand zu helfen, der wirklich am Abgrund steht, ist zu wenig. Wir benötigen Lösungen. Die Sollzinsen sind ja gestiegen, die Gutzinsen steigen nicht. Für mich ist es nicht nachvollziehbar. Hier bedarf es noch besseren Lösungen. Der Arbeiterkammerpräsident fragt sich auch, was die Preiskommission der Bundesregierung macht. Er würde sich freuen, wenn da bald mal ein Ergebnis vorliegen würde, bevor alles noch teurer wird.